Nach dem Riesenkinoerfolg bringt das Boulevard Deidesheim jetzt das Stück Kein Ohrhasen auf die Bühne. Über 600 Zuschauer wollen Ludo und Anna sehen im Kapitol. Ich bin Ludo Decker. Ich fass ja nicht. Kennen wir uns? Ja, ich bin Anna Roflowski. Also bei mir klingelt es nicht so richtig. Nein, dann denk du mal scharf nach. Weißt du, ist es ab und zu nicht besser, sich danach nicht anzurufen, sondern einfach die Erinnerung zu genießen? Was laberst du für eine Scheiße? Vielleicht war ich besoffen. Sag mal, was soll das überhaupt? Die sind doch aus unserem Blumentopf. Hast du die rausgerissen, oder was? Nö, das ist ein Mitbringsel für Sie. Also, was willst du hier? Ich muss mich bei Ihnen melden, ich muss meine Sozialschulden ableisten. Ach, du bist das. Hereinspaziert, der Herr. Also schicke Brille. Schleimer. Boris, wie bist du auf die Idee gekommen? Wie bin ich auf die Idee? Ich liebe den Film. Und vor 2 Jahren, als ich den Film gesehen habe, relativ spät, dachte ich, das ist so ein geiler Stoff, muss man auf die Bühne bringen. Und das war nur eine Fantasie. Und 6 Monate später habe ich erfahren, dass es tatsächlich als Theaterversion gibt. Und da habe ich nachgefragt, ob man die Rechte bekommen kann. Wir wurden gecastet und wir sind jetzt die Truppe, die das bundesweit spielt. Lieber Ludo. Also doch keine Entschuldigung. Eventuell habe ich in der einen oder anderen Situation emotional überreagiert. Das war nicht immer fair von mir. Sag mal, liest du ab? Quatsch! Du hast dich heute hoch um Lolo gekümmert. Die ließ mich gewisse menschliche Qualitäten seinerseits erahnen. Ludo ist ein Macho und du lernst einen Macho kennen bestimmt am besten, wenn du in einen Café gehst. Und ich habe viel geguckt, viel abgekupfert, wie bewegen sich die Machos in Cafés und so weiter. War ganz spannend, die Arbeit an der Rolle. Du, ich habe einen Kung-Fu-Film geschaut. Jetzt ist er fertig. Hallo Petra, du spielst die Anna in dem Stück. Wie hast du dich vorbereitet? Also, ich hatte ja schon vorher den Film gesehen, aber ich wusste natürlich, also erstens mal habe ich kurze Haare. Ich bin zwar dunkelhaarig, aber eigentlich bin ich nicht unbedingt jetzt der Typ von der Anna. Und ich habe versucht, meinen eigenen Anna-Typ zu finden. Ja? Natürlich schon angelehnt an die Figur im Film, aber auch meine eigenen Facetten damit einzubringen. Was bedeutet für dich Theaterspielen? Also Theater spielen bedeutet für mich alles. Ich habe mit 13 angefangen, ich konnte mir nie was anderes vorstellen. Also ich habe schon sehr, sehr jung einfach gemerkt, es hat mich auf die Bühne gezogen. Und es ist einfach das Feeling, vor allen Dingen, was auch vom Publikum rüberkommt und etwas anderes darzustellen, ist einfach wunderschön. Also für mich war das schon sehr früh klar, dass ich das machen möchte. Ich bin dann auf die Schauspielschule und habe das dann zu meinem Beruf gemacht, ja. Kannst du mir bitte noch die Truppe vorstellen, wer dabei ist? Ja, das ist Petra Mott, die spielt die Anna. Boris Silja, ich bin der Ludo. Dann noch Axel Seban und Eva Belljung, die alle anderen Rollen überspielen und die wie Chamäleons sich dermaßen wandeln und toll machen. Hier setzt sich. Ich glaube, ich muss immer was erklären für die Männerwelt. Also, es gibt 3 Sorten Männer. Die wir gar nicht machen. Die Wühler und die Pika. Die es dir gar nicht machen, verlangen von dir, dass du da unten schön glatt rasiert bist. Hau aber selber einen riesen Busch am Sack. Eva, welche Rolle spielst du in dem Stück? Ich spiele eigentlich jede Frauenrolle bis auf die Hauptrolle. Also es ist schwer zu sagen, welche. Das ist die Schauspielerin, die Kellnerin, die Miriam, also die Kindergärtnerin, mit der Anna zusammenarbeitet und die Schwester. Was bedeutet für dich Theater spielen? Alles. Einfach nur alles, das Leben. Das gibt's dann auf den Pika. Der Pika glaubt, er ist der Allergrößte, weil er im Gegensatz zu den anderen beiden den Künstler findet und dann wird drauf losgepiekt.
viel lauter und viel lustiger sagen. Schöne Mutti aus dem Zauberwald. Ich spiele alle Rollen, alle männlichen Rollen, das heißt einmal den guten Freund von Ludo, den Moritz, dann spiele ich den Chefredakteur, den Bello und, ja, das waren sie schon, ne? Und Bello, Chefredakteur, Moritz, ja, so viele Rollen und, ja, das waren sie schon. So, Kinder, also in die Höhe, so und alle zusammen, ich bin der Biber Bello. Genial, grandios, tolles Publikum, tolles Haus, super, mehr kann man nicht kriegen. Uiuiui, war das ein Erfolg. Das kleine Theater mit großem Herzen hat wieder einmal gezeigt, wie charmant man ein Stück auf die Bühne bringen kann. Das war Iris Sinclair aus Mannheim.